Ja, hallo, herzlich willkommen bei BBO Flego Polierpult. So, liebe Leute, ja, heute darf ich was ganz Feines testen. Und zwar vom Detailing Verliebt, beziehungsweise seiner Hausmarke von Reflected. Ja, ja, vor ein paar Wochen haben wir ja schon den The Final Touch, die Sprühversiegelung, Sprühziel, habe ich euch vorgestellt in einer kleinen Kurzvorführung, die ich mal so gerne mache. Intensiv getestet habe ich das noch nicht, also das kommt auf jeden Fall noch, beziehungsweise auch jetzt in diesem Test können wir das mit reinnehmen auch. Und ja, dann hat ja der Benedikt noch was Feines hier mir zugeschickt, Prototypen zum Testen. Ich denke mir mal, die Leute, die auch Detailing Verliebt verfolgen, haben schon ein paar Videos gesehen, da hat der Benedikt schon fast verschiedene Prototypen aufgelegt auf eine schwarze Haube. Im Vergleich, da war auch der Quick Detail Wachs, Quick Wachs von ADBL war das, ja. Und ja, und da waren auch so verschiedene Prototypen bei. Da waren, glaube ich, 3 oder 4, also D1, D2, ich glaube D3, V1, V2, V3, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Und ja, und ich kannte das Video ja schon, bevor es online war von Benedikt. Und da habe ich auch direkt gesehen, V2, das Ziel und der D2 quasi, oder der V2 Version 2, oder Quick Detailer, das waren so, die so herausgestochen sind. Und deswegen habe ich die jetzt als Prototypen zum Testen. Ja, dazu gibt es einen Fragebogen, den ich dazu mit ausfüllen muss. Und da sind auch so ein paar Sachen, die wir auch speziell testen. Deswegen habe ich die jetzt auf der schwarzen Haube. Schaut mal in das Video oder in den Kanal vom Detailing Verliebt. Da habe ich das auf einmal im Auto drauf. Das läuft jetzt auf meinem Auto alles mit dem Sonax Keramik Detailer und Sprühversiegelung im Vergleich und dem Final Touch. Schaut mal rein bei Detailing Verliebt. Und ja. Hier haben wir so Sachen, so Punkte, die wir so ein bisschen bewerten sollen. Da geht es bei der Versiegelung hier, bei dem Sprayziel auch um Farbvertiefung und Fülleigenschaften. Ja, das muss ich testen. Das konnte ich jetzt auf meinem Auto nicht testen, weil ich komplett das Auto poliert habe oder musste auch teilweise, weil da Keramik drauf war. Und das werden wir dann hier auf dieser Haube machen. Ist mir auch lieber. Die Haube kann ich eher zerstören wie mein Auto. Ja, die Reinigungsleistung, ja genau, da fangen wir mit an, mit dem Quick Detailer, die Reinigungsleistung, weil die Haube habe ich jetzt ein paar Tage draußen stehen gehabt oder unter Dach oder ist leicht staubig geworden, auch hier so ein bisschen Schmutz noch drauf und hin und her transportieren und wir werden die gleich auch mal ein bisschen manipulieren nochmal mit ein paar Sachen. Dann schauen wir mal in Reinigungsleistung vom Quick Detailer und im, ja, wir haben ja hier den Final Touch. Soll ja auch so ein bisschen eine Reinigungsleistung haben. Dann schauen wir mal, wie der reinigt. Und dann verfolgt mich einfach weiterhin in diesem Test. Also wenn euch das weiter interessiert, bleibt dann. Bis dann. So, wir sind wieder zurück. Ja, danke, dass ihr noch weiterhin dran geblieben seid. Wir werden das Ganze mal testen und hier haben wir mal unsere drei Produkte noch mal vorliegen. Ich habe noch mal den Final Touch, den habe ich nämlich selbst noch nicht so wirklich intensiv getestet. Den hatte ich jetzt nur auf dieser Haube hier. Ne, Quatsch, auf der hellblauen Haube hatte ich das. Im Kurzvideo. Ich glaube wohl auf der hellblauen, weiß ich nicht. Und dann gucken wir auch mal die Reinigungsleistung, wollte ich noch mal testen. Das können wir ja mit dem Quick Detailer hier vergleichen. Den Sprayziel, den lassen wir noch mal erstmal raus. Also Reinigungsleistung werden wir jetzt hier erstmal testen. Weil nachher müssen wir ja die ganze Haube noch mal komplett cleanen. Wa? Und dann wollen wir ja Beading, Sheeting und alles noch mal testen. Und dann werde ich auch noch, gerade bei dem hier, bei dem Sprayziel, ja, die Farbvertiefung noch mal kontrollieren, ob da was zu sehen ist. Und die Fülleigenschaft, ja, da steht ja alles so drin. Das gucken wir mal, ja. Okay, bis dann. So, liebe Leute, ja, da ist die Haube. Schaut mal hier, da ist Staub drauf. Ja, irgendwie so Staub. Hier haben wir noch ein bisschen Schmutz, schaut mal.
Irgend so ein Streifen ist hier. Ich denke mal, das ist vom Magnetstreifen noch. Ja. Ich benutze ja Magnetstreifen als Abklebebänder. Kennt ihr ja aus meinen Videos vielleicht. Ist ein bisschen kostengünstiger, als immer die Klebebänder wegschmeißen, abziehen und so. Ja. Und dann, ja. Ja, ich habe hier noch Fit. Jetzt können wir mal schauen hier so ein bisschen. So, wir gehen mal auf dieser Seite hier mit dem Final Touch mal drüber. Hier haben wir auch die, hier die Streifen und Staub, ja. Dann das Ganze mal entstauben. Da ist auch mehr Dreck oder Schmutz drauf. Ja. Schöner, würziger Geruch. Ja, hier haben wir den Fettfleck. Schaut mal hier. Also hier haben wir den Fettfleck. Mal gucken, ob der mit einem Wisch weggeht. Ja, wie gesagt, ist Wasser, ne? Wasserbasierend, aber kein Problem. Ja. So. Ganz einfach, easy anzuwenden. Echt hammerhart. Also, ja. Ja, super. Also das ist, sauber geht nicht. Guck mal hier, der Fleck ist weg. Hier auch der Stream ist auch weg. Okay. So, wir haben hier den Quick Detailer. Ja, ihr seht, ja, den Fettfleck hier. Ja, machen wir genauso. Staub, Fett, machen wir ein bisschen mehr drauf. So, okay. Also wie gesagt, wir prüfen jetzt nur die Reinigungsleistung und den Rest machen wir gleich. So, ja, da haben wir, dann bleibt das Tuch schön kleben. Ja, ja, ja. Also, was mir jetzt so auffällt, ist hier, also das war bei dem Final Touch absolut besser. Also fand ich jetzt besser. Weil wir haben es ja schon am Auto gesehen. Oder dass doch der Detailer ein bisschen zur Schliere neigt. Ne? Schaut mal hier. Oder da muss man intensiver putzen, sag ich mal. Das war bei dem Final Touch besser. Da würde ich eher den Final Touch vorziehen zur, als Quick Detailer. Ja. Nee, ich komme da nicht. Nee. Also das gefällt mir nicht hier. Da muss man oft drüber gehen. Das lüftet auch nach und nach dann auch ein bisschen weg noch. Ne? Also ich habe jetzt auch ein Tuch, ein bisschen mehr GSM hier. Also da muss man schon ein bisschen mehr, öfters drüber gehen. Ne? Und, ja. Ohne Druck natürlich. Ja, jetzt, ja da ist schon mehr Arbeit, ne? Um den runterzuholen, würde ich jetzt mal sagen. Also ihr seht ja, wie lange ich jetzt putzen muss, um das für mich zufriedenstellend hier zu präsentieren. Aber wir haben auch hier einen Kratzer drauf, die sind auch sichtbar. Also nichts mit Fülleigenschaft, also beim Detailer auf jeden Fall nicht. Ne? Braucht ja nicht, ist ja nur so. Ja, ich sehe immer noch einen Streifen, ne? Also noch irgendein Schlier, aber da ist jetzt okay. Ja, ja, also der, oh, das ist total. Leute, wir gucken. Jetzt schaut euch das mal gleich an. Ich mache jetzt mal einen Test. Ja, siehst du? Ja, gut, jetzt zieht da immer Feuchtigkeit noch drüber. Okay. Regenbeading nach einem Tag.
So, ich habe hier mal zwei Applicator-Pads. Tun wir mal hier so drauf, die gleichen Höhe. So rum. Boah, ich merke das schon hier, schaut mal hier. Also, schaut mal. Der bleibt richtig haften auf der Fläche, ne? Wenn ich den so hin und her schiebe. Und der, ja, der hebt, ja, der haftet gar nicht so richtig. Ja, ich guck mal. So, jetzt schaut mal an. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, was ich vorhabe. So, ich würde das jetzt so machen. Beide in der gleichen Höhe. Ja, was ist denn da los? Was ist da denn los? Ah, warte mal. Okay, so machen wir das. Weil er bleibt an dem Magnetband hängen. So. Hä? Okay. Habt ihr gesehen? Okay. Wo die ja glatter ist. Das sagt ja eigentlich nichts. So, wir machen jetzt hin, wechseln jetzt. Kann ja auch an dem Applikator liegen. Ja, ist genau das Gleiche. Schaut mal. Okay. Nochmal. Gleiche Höhe. Ja, der bewegt sich schon direkt. Ja, ja. Machen wir das so. So. Ihr seht ja, der bewegt sich schneller, ne? Oder schon als erstes, ne? Ja, ja, ja. Ja, schaut mal. Ja, okay. Also, vom rein Fühlen her fühlt sich glatter an. Okay, das haben wir schon mal getestet. Lackglätte so. Das haben wir da schon mal mit getestet. So, ja, auch. Ja, würde ich sagen. Ich jetzt sagen hier. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, so kann man das täuschen, also vom Fühlen her schön glatter als der hier, aber doch, mit dem Schwamm war schon mal ganz gut. Ja, was testen wir jetzt? Was hat der Benedikt nochmal? So, vom Quick-Detailer her haben wir jetzt alles soweit getestet. Müssen wir mal gucken hier. Beading, Wasserablauf, Verbrauch, ja, Verbrauch, gut. Reinigungsleistung haben wir noch ein bisschen getestet, würde ich jetzt mal sagen. Reinigen tun sie beide. So, liebe Leute, ja, ich habe jetzt mal ein Experiment bezüglich Lackglätte. Möchte ich mal was testen? Ich habe hier was Schönes zusammengebaut. Ich habe hier den Applikator-Pad, den ich gerade noch hatte, habe ich mal hier so ein bisschen an eine Kofferwaage dran geschnallt und darauf habe ich jetzt ein Kilo, ja, Gewichte drauf und jetzt legen wir das mal, fangen wir mal hier an. Ja, das muss ich noch gucken, dass ich das irgendwann mal auch noch mal fixiere. So, wir schalten das Ganze mal an. Jetzt muss ich gucken, dass ich das genau in der gleichen Höhe immer halte. Seht ihr das? Ja. Und dann ziehen wir das mal bis zu der Kante da. Schaut mal auf dem Display. 0,35 Kilogramm. Also 350 Gramm, 400 Gramm. Ja.
ja, 35, 350 bis 400 Gramm. Jetzt machen wir das gleiche mal hier auf der Seite. Okay. Ja, hier brauche ich schon am Anfang sehr viel Zug. Warte mal, ich fange mal weiter hier an, dann will ich mal hier nicht dran stoßen. So, nochmal. Ja, ich brauche schon ganz viel Kraft da oben schon. 40 haben wir schon da oben, hatten wir ja hier. Muss man den einen durchziehen. Ja. Nochmal. So, nochmal. Ja, da haben wir schon 45 direkt hier oben. Das hält sich auch. So. Okay, 45. Nochmal hier oben. Auf der Seite. Ja, siehst du, da habt ihr 40, ne? Ja, 40 und hier 45, also 450 Gramm nochmal. Ja, da habt ihr schon direkt oben 45. Ja. Ja, jetzt haben wir hier ein Problem mit dem Display. Ja, das ist eine Scheiße hier. Ja, leider hat die Batterie jetzt versagt. Ich muss mal gucken, ob ich noch welche habe. Aber ihr habt schon mal den Test gesehen. Hier brauchen wir weniger Zugkraft als da. Hier hatten wir 40, hier hatten wir 45. Also von dem Pad her hatten wir ja gerade auch, war hier glatter. Ja. Ja, das war ein cooler Test, oder? Ja, okay. Wir nehmen die Sachen hier runter. Das war dazu. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt kleine ich die Haube komplett nochmal richtig mit allem Möglichen. Ich habe hier, ja, gerade mit einem 2,5er von Kochchemie habe ich mal eben drüber poliert. Haben auch die feineren Cuts auch schon wieder raus. Aber die machen wir gleich wieder rein. Und wir fangen jetzt an mit dem Prototyp Sprayseal. Also den testen wir jetzt. Gerade haben wir den Quick Detailer. Haben wir erstmal schon mal getestet. Jetzt fangen wir mit dem Prototyp Sprayseal an. Ja, können wir ja auch mal eine Haubenhälfte machen wir jetzt. So, und wir haben ja gerade auf meinem Auto, habe ich ja jetzt getestet, mit dem Keramik-Detailer. So, ja, da können wir mal hier auch direkt testen. Warte, ich mach das mal. Oder wir machen das so, genau, wir machen das so. Also wir machen hier den Sprayseal drauf und hier machen wir nämlich was ganz Tolles. So, liebe Leute, ich habe mal die Testfläche mal ja, neu abgeklebt, sag ich mal. Ja, ich habe diese Kandidaten jetzt erstmal hier den Prototyp Sprayseal. Sonax Brillantschein, Synthetik-Spraywachs und den Keramik-Spray-Versiegel von Sonax. Ja, werden wir mal auf die Flächen testen. Ich denke mal, das ist sehr interessant. Das sind so die zwei im Moment die Gurus über die Sprühversiegelung, ne? Synthetik-Spraywachs und den Detailer, Brillantschein-Detailer von Sonax. So, liebe Leute, ihr seht hier, ja, mit Mikrofaserpads werde ich die auftragen. Schaut mir einfach zu im Schnelldurchgang. Ich denke mal, viel brauchen wir ja nicht zum Auftragen erzählen dabei. Ne? Schaut euch das Ganze an, vielleicht mit ein bisschen Musik. Okay. Prototyp Sprayseal V2 schütteln wir, auftragen. Ja, vom Verbrauch her, ja, der vernebelt fein, aber ich denke mir mal, wird bald, glaube ich, wird ja auch in einer anderen Sprühflasche voll angeboten oder verkauft. So. Also wie gesagt, ich habe die poliert und entfettet natürlich auch. Kein Problem. Ja. So.
Okay. Das war's dazu. Ja, da sind wir da, haben wir aufgetragen, Lackglätte, ja, Brillantschein, klar, Synthetik-Spraywachs und Keramik, ja. Ich würde jetzt mal sagen, ich muss ja gucken, ich habe ja die Handschuhe an, ne? So, fast gleich. Ich muss gucken, den Handschuh muss ich testen. Könnte schon fast gleich sein. Wie war das auf dem Auto? War auch ganz leicht unterschiedlich. Ich glaube, hier war so ein Ticken besser, ne? Ja, der bleibt, ja, und hier auch. Also die beiden, also das ist das Schlechteste. Ja, der ist, kommt dann nach dem, ja, also ich würde 1, 2, 3, 4 sagen. So, liebe Leute, ja, wir haben es alles aufgetragen und jetzt lassen wir mal den ganzen mal einen Tag Ruhe, beziehungsweise bis Mittwoch, weil ich habe morgen keine Zeit und das Spray-Ziel soll ja 24 Stunden ausreagieren, bevor es mit Wasser in Berührung kommt oder beziehungsweise dann entfaltet dann richtig seine Performance. Und wir haben ja auch hier beim Keramik, dann kann das auch ein bisschen aushärten, alles komplett. Und dann haben wir einen feinen, tollen Test. Dann gucke ich mal, mache mal den Glättetest nochmal und Beading, Sheeting und ein bisschen mit, ja, mit Chemie gehen wir drüber. Also lasst euch überraschen, bleibt dran, bis morgen, übermorgen, Mittwoch. Heute haben wir den 1. noch immer, den 1.2.21. Okay. Ja, liebe Leute, da sind wir wieder. Ja, ich muss euch sagen, jetzt sind schon wieder 2 weitere Wochen vergangen. Ja, in den letzten Wochen oder Tagen haben wir ja, war ganz Deutschland im Schneechaos. Ja, bei uns genau der gleiche, Meter hoch der Schnee. Und am 1.2. habe ich hier auf der Haube ja diese 4 Produkte aufgetragen. Ihr habt es ja verfolgt, denke ich mal. Wir wollten das aushärten lassen oder beziehungsweise ausreagieren lassen, beziehungsweise aushärten. Habe ich gesagt, komm, wir lassen mal den ganzen Tag vergehen. Oder ich wollte ja den Mittwoch drauf machen, aber ich hatte keine Zeit. Und dann das Wochenende, dann war dann halt dieses Schneechaos, ja, Schweinekälte in der Garage, Leitungen waren zugefroren, ich konnte keine Wasserspiele machen und es war viel zu kalt, um irgendwelche Tests zu machen. Und ja, jetzt haben wir nach 2 Wochen, wir haben heute den 18.02. Ja, schönes Wetter, Plusgrade, sage ich mal. Und ich hoffe, der Frühling kommt und wir können weitere schöne Tests machen, auch draußen hinverlegen, das schöne Wetter. Aber jetzt bleiben wir jetzt mal hier an diesem Test. Also wie gesagt, der Prototyp, der Spray mit verschiedensten anderen Versiegelungen, Sprühversiegelungen von diversen Herstellern, nehmen wir uns jetzt hier im Vergleich vor. Ja, das nächste, was wir jetzt halt testen wollen, ist halt, wie ich das mit dem Detailer gemacht habe, auch die Lackglätte. Und da machen wir ja auch das mit der Kofferwaage, ist glaube ich ein schöner Test. Und den Patch-Test machen wir auch noch. Ja,
Wir wissen hier, schöne Glätte. Wir kennen das, den Lotus-Effekt. Ne? Synthetikspray geht auch noch. Hier auch. Aber hier sieht es besser aus, sag ich mal. Ja, das können wir jetzt im Glättetest mal testen. Also bleibt dran. Bis dann. So, liebe Leute, ich habe hier 4 Pads zu den Feldern liegen. Schauen wir mal, tippen wir mal an. Schaut mal hier und hier. Das bremst. Das hebt ab. Hier bremst. Und hier auch. Sogar hier an dem Schrägen hier. So, wir gehen jetzt hin, legen die in einer Höhe. Wir können jetzt tauschen, nicht, dass irgendjemand sagt, nee, das Pad ist präpariert. So, wir heben die Haube jetzt mal an und schauen mal, welches Pad am schnellsten unten ist. Ja, und die anderen bleiben noch. Ja, also wir sehen hier, wie ich auch schon gesagt habe, beim Fühlen, im Test, ziemlich glatt. Ja, der ist ja schon runtergeschult. Hier hat sich ganz leicht bewegt, hier hat sich gar nichts getan. So, jetzt gehen wir mal mit meinen Waage dran. So, liebe Leute, so habe ich jetzt das Bild aufgebaut. Also wir ziehen von der roten Linie bis hier unten, gucken wir mal, wie viel Zugkraft ich dafür brauche. Also hier sind 1 Kilo drauf, also 2 500 Gramm Gewichte. So, jetzt haben wir falsche Einheiten, so ein Kilo rumpacken hier. Okay. Okay. Das war jetzt bei dem Prototyp. Jetzt hier. Schaut mal an. BSD. Okay. So. Jetzt hier zu dem Synthetik-Spraywachs. Ja, das geht schon besser, ne? Auch Kilo. Kilo 5. Ja. Ah, das ist auch Hammer. Aber hier ist es extremst. 1,15, 1,20. Okay. Okay. Jetzt müssen wir mal hier drauf gehen, weil hier sonst. So. Und jetzt hier. Bei dem Sonax. Ja, das schob schon besser. 55, 60. Ja, 60. Ups. Ja. 60, also hier 60 über ein Kilo, und hier 40. Also bei dem Rutschtest habt ihr ja vorhin mit den Pads gesehen, passt eigentlich. Aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass beim Detailer zum Beispiel die Lackglätte anders ist oder beim Touch, der ziemlich glatt daherkam, doch ein bisschen mehr bremst. So, ja, das war mal so ein kleiner Einblick. Zugkraft, wie viel Kraft, wie viel Glätte da dran ist. Wir fangen mit dem Beading an. Hier unser Prototyp. Okay. Unser BSD. Ja. Unser Synthetik-Spraywachs. Ja, auch ganz gut. Und unser Sonax Extrem. Ja. Ja, der Prototyp.
macht gar nicht so ein schönes Bild. Auf die ganze Fläche nicht. Okay. Ja, das ist schade. So, wir schauen mal hier. Ja, habt ihr jetzt gerade gesehen, so am Anfang hat sich was gesammelt. Da auch, siehst du. Okay, hier. CSD und Synthetik-Spraywachs. Und Sonax Keramik-Spray-Versiegelung. Ja, wunderbar. Ja, der, also das Sprühziel ist nicht auf Hydrophobik spezialisiert oder aus Hydrophobik. Also der Benedikt sagt, beim Ziel ist nicht, er hat da nicht drauf geachtet bei der Hydrophob-Eigenschaft, sondern eher auf der Resistenz. Ne? Also ist jetzt schon besser, ne? Jetzt geht schon was besser. Aber ist nicht so ganz so schön, ne? Okay. Also vom Beading her haben unsere drei anderen Kandidaten schon die Nase vorn. Ja, wie gesagt, der Benedikt sagt da selbst, das war nicht das Hauptmerkmal für das Sprayziel, sondern eher die Resistent, ne? Okay. Wir gehen jetzt weiter und holen mal unseren Schlauch. Ich pack die mal hier weg. Härterer Strahl. So, ihr seht ja auch hier größere, unrundere Tropfen. Hier geht es schon auch größer, aber runder. Ne? Wasseransammlung. Ich habe einen neuen Kopf, aber der ist so ätzend. Ja, das war's dazu. So, ich wasche jetzt die Haube. Ich habe Sonax Cherry Kick im Eimer hier. So, mit dem Zottelhandschuh. Andere habe ich leider nicht da. Habe ich hier eine Wäsche. So, gehen wir jetzt ganz normal drüber. Ihr seht, reißt schön alles auf. Nochmal so. Nochmal zwei Kreuzstriche. Kreuzbahn, so. Und hier nochmal. So. So. So, wie ihr seht, reißt direkt überall auf, ne? Also das Bild sieht gleich aus.
Ja. Ich würde jetzt sagen, mal in dem Bereich schon eher was passiert ist als hier vorne, ne? Da nicht so. Ja. Okay. Wir waschen nochmal. Schaut euch das mal an eben. Zieht sich schwierig, ne? Hinten. Ich würde jetzt sagen hier, also das ist doch, schaut mal näher ran hier. Schaut mal. Schaut mal näher ran. Also das geht doch. Vielleicht war da gerade oder bei der ersten Runde noch ein bisschen Shampoo drauf, keine Ahnung. Ja, also zwei Runden Wäsche schon mal gehalten. Eins. 1, 2, 1, 2, 1, 2.